Uwe Kutscher, BVG-Bauchef der U-Bahn, erklärt der Presse vor Ort, warum die U6 im nördlichen Teil ab dem 7. November 2022 für rund 2,5 Jahre gesperrt und warum diese anstehende Frischzellenkur dringend notwendig ist. Um, sag ich mal, einen wesentlichen Faktor, weshalb wir das Ganze auch mit dieser sehr langen Sperrung machen und machen müssen, ist begründet in dieser Brücke. Die Brücke ist 1957, 58 in etwa gebaut worden, war für die damalige Zeit ein hochmodernes, innovatives Bauwerk. Also wir befinden uns ja noch in einer Zeit, wo halb Berlin in Trümmern lag, hier noch eine Straßenbahn fuhr und 1953, erzähle ich nachher nochmal was dazu, gab es dann die Entscheidung, hier die U6 oder also die damalige Linie oder heute Linie U6 von Seestraße nach Tegel zu verlängern. Und weil hier draußen so quasi die Grenze der Bebauung von Berlin war, also so von der Kernstadt Berlin, ne, das wächst ja so in konzentrischen Kreisen. Sie sehen das hier noch sehr schön. Hier sind noch so diese Altbauten aus der Kaiserzeit. Na, also man sieht schon, bis zum Ersten Weltkrieg hat sich also die Bebauung Berlins, also insbesondere hier an der Scharnweberstraße, sozusagen immer weiter nach außen entwickelt. Und Sie sehen das, wenn Sie hier hinter die Brücke gucken, hier war Schluss. Na, also hier endete zur Kaiserzeit die Bebauung und dahinter war, sag ich mal, Grünland, auch schon so eine Art Kleingärten, Wald und ähnliches. Also man kam hier in den freien Bereich. Auch in den 20er Jahren hat sich hier wenig getan und so gesehen war auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg diese Situation ähnlich wie hier, also noch viel freies Gelände und man hat sich damals entschieden, die Strecke hier statt im Tunnel dann oberirdisch zu bauen, weil man konnte hier rund 3 Kilometer dieses relativ freie Gelände nutzen. Ein anderer Vorteil war den Sand, den man von Seestraße bis Kurt-Schumacher-Platz aus der Erde rausgeholt hat, die musste man ja irgendwo deponieren. Und das war in West-Berlin damals gar nicht so einfach, weil West-Berlin war ja schon vom Umland abgegrenzt und man hatte hier gar keinen Platz gehabt, wo man den ganzen Sand hinbringen konnte. Aus daher bot es sich an, den Sand, den man da rausholt, praktisch hier hinzuschütten und hier eine sogenannte Dammbahn zu machen. Also sie fährt auf einem Erddamm. Der Nachteil der ganzen Sache ist, heutzutage gibt es ja sehr detaillierte Vorschriften, dass man dieses Schüttmaterial, das muss bestimmte, sag ich mal, Eigenschaften haben, ne? Also, dass es eben auch hält. Naja, und wenn ich den Sand nehme, der da ist und einfach hierher schütte, also die haben sich damals da nicht so viel Gedanken gemacht und dieser, sag ich mal, märkische Karnickelsand, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, hat leider nicht die Tragfähigkeitseigenschaften, die man für einen Unterbau eines Bahndamms eigentlich idealerweise braucht. Ich zeige Ihnen nachher noch mal ein paar Bilder. Es gab also schon von Anfang an, schon kurz in den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme, die Erkenntnis, der Bahndamm setzt sich. Also das ist sogenannte rolliger Boden. Ne? Also das ist, wie gesagt, der Sand und wie in so einer Sanduhr, da ist es ja dann sehr spezieller Sand, rutscht das Ganze also schnell zur Seite. Das Ganze war gepaart, man wollte also auch nicht viel Grundstück in Anspruch nehmen. Man hat also die Grundstückserwerb sehr schmal gemacht und die Böschung so steil wie möglich, also wie es ging, geschüttet. Aber wie gesagt, Boden und Böschungsneigung waren von Anfang an Problem. Schon in den 60er Jahren, muss man sagen, gab es immer wieder Probleme mit absackenden Bahndämmen. Was jetzt aber nicht weiter aufgefallen ist, weil wir haben hier oben Schottergleis und ein Schottergleis hat den schönen Vorteil, wenn es absackt, wirft man wieder ein paar Steine rauf, kann es hochheben. Nee, ist so. Und wir haben an einigen Stellen eine Schotterhöhe von, glaube ich, über 1 Meter. Ja? Weil in den Jahren der Bahndamm also einen halben Meter oder mehr zwischenzeitlich abgesackt war. Das sieht man nicht, weil, wie gesagt, die Bauart so ist. Man kann die Gleise immer wieder nachstopfen, nennt sich das. Und das haben wir also die letzten, kann man sagen, 50 Jahre immer wieder gemacht. In den letzten Jahren hat sich irgendwann stabilisiert, sich das. Aber trotz alledem, es ist ein schlecht aufgeschütteter Bahndamm. Punkt 1. Punkt 2.
kommen wir nochmal zu der schönen Brücke. Ich sage das ganz offen, weil diese Brücke und die ganze Dampfstrecke steht als Baudenkmal der 50er Jahre unter Denkmalschutz. Wir können nachher noch drei Worte oben auf dem Bahnhof sagen. Sie werden sehen, das sind sehr elegante Bahnhöfe. Also ich sage mal, nicht diese Beton oder früher hat man ja viel mit Stahlstützen gebaut. Und Sie sehen also diese 50er Jahre Konstruktion, alles sehr schlank, sehr dünne Dächer. Also das war damals topmodern, diese neue Bauweise mit Beton. Und man wollte eben so als Reaktion auf die, sag ich mal, Nazi-Architektur, die ja sehr massiv und gewaltig war, wollte man in den 50er Jahren, das sehen Sie an vielen Gebäuden aus der Zeit, eine sehr schwungvolle, elegante, leichte Bauweise haben. Und können wir oben noch mal kurz drauf gucken, will ja hier keinen Architekturvortrag halten, aber man sieht das eben an der ganzen Strecke, diese gläsernen Eingangshallen, also es wirkt alles sehr transparent und heute noch super modern, weil das war so diese Betonglas, also Beton nicht in massiv, also schlanker Betonglasarchitektur, die sich hier auf diesem Abschnitt dargestellt hat. Auch die Brücken sollten eben entsprechend dieser neuen Sichtweise sehr schlank gehalten werden. Dazu kam eine neue Bauweise, das ist die sogenannte Spannbetonbauweise. Das heißt also, wir haben hier eine Spannbetonbrücke, haben Sie vielleicht schon mal öfters mal gehört. Ja, es gibt ja Stahlbrücken, es gibt Betonbrücken und da kommt immer wieder so mal Spannbetonbrücke. Also gerade auch die Stadtautobahn ist voll damit, weil da war ja dieselbe Denke, die hat man ja auch in den 50er Jahren begonnen. Da wollte man also auch ganz flache Brücken haben. Und mit dieser Spannbetonbauweise, die war damals wirklich, ich sag's mal, gerade frisch erfunden worden, hat man also hier, ich will mal sagen, experimentiert oder nach den ersten theoretischen Rechnungen gesagt, komm, machen wir's. Und das erlaubte hier diesen schönen, eleganten Bogen in dieser, sag ich mal, Spannweite zu bauen. Und der Trick ist der, in dem Beton, also an beiden Enden der Brücke, sind, also innen, da sind Spannstähle drin, also so große Stahlseile und an beiden Enden werden die praktisch verspannt. Ne? Also müssen Sie vorschreiben, da ist eine große Schraube oder Mutter und die drehen Sie so lange, das Seil wird immer mehr unter Spannung gesetzt und mit dieser horizontalen Spannung können Sie die praktisch die Standfestigkeit oder auch die Spannweite der Brücke verbessern. Also ich sag mal immer schöne Beispiele, na, die riesengroße Brücken, da sind eben diese mit Stahlseilen, die hängen in der Luft. Bei der Bauweise ist dieses tragende Stahlseil, das sehen Sie nicht, das ist in der Konstruktion drin, in dem Beton, geht also von rechts nach links. Der große Nachteil, an dem man damals nicht gedacht hat, ist, wie sehe ich das eigentlich? Die Dinger sind da drin einbetoniert und wir wissen alle nicht oder können das nur bedingt erahnen, ist dieses Spannseil oder diese Spannseile, die man dort 1957 eingebaut hat, in welchem Zustand befinden die sich? Also das ist nicht nur ein Problem dieser Brücke, das ist ein Problem von fast allen Spannbetonbrücken. Wenn man heute noch sowas baut, macht man ja noch, wird sehr viel Aufwand dazu gelegt, dass man also diese Spannglieder auch irgendwie prüfen kann. Da werden also so kleine Kanäle eingebaut, dass man mit einer Kamera durchfahren kann. Das ist hier alles nicht gegeben. Sie können auch dieses 50 Meter lange Spannseil nicht einfach irgendwo rausziehen. Also diese Möglichkeit ist hier nicht drin. Das heißt also, wir tappen alle irgendwo im Dunkeln und wissen nicht hundertprozentig, wie sind die Spannseile da drin. Wir wissen, so ein Spannseil geht nicht schlagartig kaputt, aber nach 50 Jahren ist so ein Moment, wo theoretisch durch Rost, es kann Wasser eindringen in die Konstruktion, dieses Spannseil anfängt zu rosten, ne? Also es verliert Querschnitt und irgendwann ist der Punkt, wo so ein Seil aufgrund der Spannung schlagartig reißen kann. Und das ist die große Gefahr, die wir hier haben. Wir wissen also schon seit über 10 Jahren, dass die Brücke nicht mehr hundertprozentig geprüft werden kann. Das heißt nicht, dass sie kaputt ist und dass sie wirklich absolut im Eimer ist. Wir können es aber nicht mehr nachweisen. Und seit über 10 Jahren, also von den Gutachtern, wird empfohlen, okay, macht einen Neubau, weil das Ding ist nicht mehr sanierungsfähig, so schön wie es ist. Und seitdem sind wir eigentlich an den Überlegungen, wie können wir das machen. Gab auch Überlegungen, kriegen wir das noch irgendwie hin? Nein, geht nicht. Mit den heutigen Bauvorschriften könnten wir so eine Brücke, so wie sie dasteht, nicht mehr bauen. Na, das heißt, es muss etwas anderes hierher. Der Klassiker bei Eisenbahnbrücken, man kommt dann irgendwann wieder zurück auf alte Erfahrungen, das sind also Stahlbrücken. Stahl kann man prüfen, Stahl kann man anfassen.
Stahl kann man notfalls reparieren und verstärken, kann man bei dieser Konstruktion nicht. Hier geht es eigentlich nur darum, entweder sie hält oder wir müssen uns leider von ihr trennen. Dadurch, dass die Brücke natürlich für die ganze Strecke unter Denkmalschutz steht, kann man sich vorstellen, hat es doch sehr viel Gutachten und sehr langer Diskussion bedurft, auch mit dem Denkmalschutz. Die wollten das irgendwie halten, nach dem Motto, muss doch gehen und anderen Brücken geht es auch. Ja, dann erklärst du, wie oft, ja, das ist auch eine Stahlbrücke und an einer Stahlbrücke kann ich einzelne Elemente austauschen. Aber das kann ich hier nicht. Es gibt nur eine Brücke, ein Stück. Na, das ist der Nachteil oder eben nicht. Also wir werden stattdessen, wir haben versucht, diese elegante Form etwas weiter zu führen. Es ist aber so, ich sagte es, wir haben es geprüft, kann man das Ganze nicht einfach aus Stahl machen? Nee, das geht nicht. Die Spannweiten geben das nicht her. Die nächste Idee war gewesen, hier so eine große Bogenbrücke zu bauen. Zum Beispiel an der Fennbrücke da oben gibt es doch wohl die S21. Ob das jetzt städtebaulich hier so der Knaller gewesen wäre, das wäre ein riesen Bogen geworden. Das wäre so, sag mal, die einfachste Bauweise. Wir haben uns denn dafür aber entschieden, wir wollen dieses brettartige Flache durchaus behalten. Das geht aber nur, das haben wir dann soweit abgestimmt, es wird hier eine Stütze in die Mitte kommen und der Bogen wird quasi umgedreht und wir kriegen also wieder zwei leichte Bögen, aber diesmal mit der Stütze in der Mitte. Das schafft Sicherheit und wie gesagt, die Stahlbrücke ist ein Element, was nach allgemeiner Einschätzung auch garantiert 100 Jahre in etwa halten sollte und auch prüfbar und erneuerbar ist oder, sag mal, ergänzt werden kann. Wie sieht es denn mit der Brücke dahinter aus über die Autobahn? Na, das ist eine Stahlbrücke, die ist neu. Die ist 1980er oder späten 70er Jahren, also um 1980 rum. Mit dem Autobahnbau. Mit dem Autobahnbau gebaut worden. Ist eine ganz normale Stahlbrücke. Schon da ist man von dem Thema Betonbrücken weggegangen. Und mit der Brücke, die werden wir auch sanieren. Na, da muss ein bisschen Rostschutz gemacht werden. Steht ja nur auch schon 40 Jahre in etwa. Oder steht schon 40 Jahre. Die wird saniert, aber das sagen wir eben, Stahl ist da ein anderer Baustoff. Ne? Okay. Das ist also die einzige Brücke dieser Bauart auf der Strecke hier. Also die einzige Spannbetonbrücke. Ja, genau. Wir haben Betonbrücken, ne? Aber die sind nicht gespannt. Die sind also mit sogenannter schlaffer Bewährung, also da ist nur Eisen drin. Die sind in Ordnung. Die kann man zur Not auch soweit prüfen. Die haben wir alle geprüft. Die werden auch saniert. Die bleiben alle stehen. Okay. Nur diese Spannbetonbrücke müssen wir, ich sage es wirklich, leider austauschen. Es ist ein schönes Element, aber eben leider eine Brücke ist dazu da, dass sie sicher den Verkehr rüberführt. Und wenn sie das nicht mehr kann, statisch. Ja, sorry, da, so schön wie sie ist, so denkmalgeschützt wie sie ist, sie muss einfach dann ersetzt werden. Und wie gesagt, das ist der Grund. So, und der Neubau dieser Brücke wird ungefähr 2 Jahre dauern. Das muss erstmal abgerissen werden. Vorsichtig, weil jetzt kommt ja der nächste hinzu. Ich kann nicht einfach rangehen und weghämmern, weil das ganze Ding steht ja unter Spannung. Na, das heißt also, man muss vorher schon einiges tun, zum Teil die Spannung wegnehmen, weil wenn sie da jetzt einen Riss reinhauen oder rumhämmern, dann kann das passieren, dass die ganze Brücke, sag's mal vorsichtig, kontrolliert um die Ohren fliegt und da müssen wir auch aufpassen. Also das, wie gesagt, Spannbetonbrücken, muss man sagen, ist wie gesagt eine schön anzusehen, aber vom Gebrauch eben ein wenig kritisch. Und hier müssen wir es aber so machen, weil wenn keine U-Bahn fährt, werden wir natürlich das Thema mit dem nachsackenden Bahndamm in Ordnung bringen. Wir werden alle Bahnhöfe, die hier draußen, diese schönen, auch Betonbahnhöfe, die, wenn sie der Witterung ausgesetzt sind, Risse kriegen, Wasser dringt in den Beton ein, das Eisen, was da drin ist, fängt an zu rosten. Also die sind schön anzusehen, so flach, aber natürlich bautechnisch ein bisschen problematisch. Auch die werden alle saniert und das würde ich Ihnen dann alles erklären. Aber wenn man alles zusammenrechnet, also die Gleise, die liegen, die Schwellen, die hier sind, die sind noch von 1958. Also auch die ersten Betonschwellen, die bei der U-Bahn mal verwendet wurden, auch damals noch eine sehr frische Bauart. Also da fing man gerade erst an mit Betonschwellen im Bahnbau. Also auch hier wurde das erste Mal verwendet und die haben sich, muss man sagen, bewährt. Die liegen also heute noch. Die Schienen sind zwar schon mal ausgetauscht worden, aber es ist vieles hier echt noch original 1958. Wurde damals schon Asbest verwendet? Nee, zum Glück nicht. Nee, das kam erst so Ende der 60er Jahre, 70er Jahre war so die Asbestzeit. Nee, da haben wir hier zum Glück nichts da. Und was haben wir jetzt gemacht, wenn wir wissen, das Ganze ist hier kritisch, ne?
Sie sehen es ja, Langsamfahrstelle ist immer ein Thema. Wir haben da dieses Gerüst, da war ein Monitoring-System. Also wir beobachten die Brücke, wir machen Rissmonitoring. Und was man jetzt nicht sehen kann, in diesem Bogen, innen drin ist ja hohl, ne? Da wurde also auch eine Stützkonstruktion eingebaut, die also auch noch die Brücke stützt. Das sehen Sie jetzt nicht. Aber das waren die Dinge, wo wir gesagt haben, nach dem Wissen schon vor 10 Jahren, es wird kritisch, dass wir erstmal alles getan haben, um sozusagen die Brücke dauerhaft im Fokus zu haben. Und hätte die sich jetzt 1-2 Millimeter bewegt, so in der Range sind wir, dann hätten wir sofort eingestellt. Ja, also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, ist kritisch, warten wir mal ein paar Jahre, bis wir sie erneuern, sondern in dem Moment muss man eigentlich schon immer so sukzessive den Patienten beobachten. Ja, und das haben wir also hier gemacht. Okay, dann würde ich sagen, würde ich alles andere, dass wir langsam zur Richtung Borsigwerke fahren. Ich werde noch ein paar Worte oben auf dem Bahnsteig sagen zum Thema Sanierung der Bahnsteige. Nur so ein paar Dinge, weil immer wieder die Frage kommt, eigentlich sieht die Strecke doch gar nicht so schlecht aus. Warum macht ihr denn da so einen Aufwand? Na, das ist immer der Nachteil, wenn man versucht, auch Kleinstschäden immer wieder so ein bisschen mal überzustreichen und mal hier und mal da. Es sieht dann immer für den Fahrgast einigermaßen ordentlich aus. Aber wie gesagt, wenn man hinter die Kulissen guckt, ist da also schon Zahn der Zeit. Sie sehen das von oben nicht, höchstens diese Risse, die schon andeuten. Ja, Vorsicht, ja. Also hier an den Rissen. Und wenn Sie so gucken, das ganze Ding ist schon so ein bisschen gerissen. Also da sieht man schon, wie das hier unten arbeitet. Ich zeige Ihnen nachher Bilder bei der Präsentation, wie es hier drunter aussieht. Also wir haben hier auch ungefähr eine 15 cm dicke Betondecke da drunter. Die ist weit, der kommt dran. Und wenn Sie von der Unterseite gucken, da liegen die Bewegungsstäbe teilweise frei, die sind völlig durchgerostet. Und zum Beispiel eine der Baumaßnahmen ist hier unter anderem komplett den ganzen Bahnsteig abzureißen und neu zu bauen. Weil der ist hier also völlig starker. Die Grinnleitplatten brechen da raus. Also man sieht schon da diesen Schwung. Also das arbeitet hier alles und ich sag mal vorsichtig, bewegt sich. Da oben, wenn die Farbe blättert, ist das ein Hinweis. Die Dachdichtung ist hier auch nicht mehr hundertprozentig. Also wir erneuern sie zwar auch immer wieder, aber dann kommt mal ein Sturm und dann ist sie kaputt. Und irgendwie die letzten 2 Jahre wird man hier nicht mehr viel investieren. Ja, aber man sieht auch immer, es dringt Wasser ein, die Feuchtigkeit. Und das ist jetzt das große Problem. Alles, was der Witterung ausgesetzt ist, lebt nicht ewig. Ja? Außer Plastikmüll vielleicht. Aber Beton und Stahl und wie gesagt, wenn es dann noch sehr dünn ist, was damals eben in den 50er Jahren große Mode war, dann ist das eben, also Beton atmet genauso wie eine Stahlbrücke, hat ja dasselbe E-Modul. Ne? Das heißt also, bei Wärme und Kälte geht das auseinander und zieht sich zusammen. Und wenn Sie auf einer Stahlbrücke gucken, dann sehen Sie immer diesen Spalt. Ne? Also da hat man ja bewusst Möglichkeiten geschaffen, dass die Brücke atmen kann, sagen wir mal. Aber nun fragen Sie doch mal, wo atmet denn dieses Dach? Ne? Wo sind die Fugen? Wo sind diese? Na, das heißt also, im Sommer sind hier massive Drücke, dann drückt sich das nach außen, im Winter zieht sich es wieder zusammen, dann entstehen keine Risse, Wasser tritt ein und dann ist also so diese Kette, die da ist. Ne? Sieht alles super aus. Ne? Da muss man dann sagen, ne, jetzt immer Vergleich, unsere altvorderen S-Bahnhöfe, na, da steht rechts und links so eine gusseiserne Stütze und ein Holzdach. Ne? Da müssen sie zwar auch alle 20 Jahre mal vielleicht Dachdichtung erneuern, aber so ein Ding steht 100 Jahre. Ne? Und so eine Konstruktion sieht schick aus, aber ja, so ein altdeutsches Holzdach ist da dauerhafter. Ne? Also, das heißt also, die Bahnsteigplatte und die Stützen und das Dach kommt weg und nee, neu. Die Stützen, die also, bleibt, aber das wird, ich sag's mal, saniert. Ne? Also, die Stützen und das Dach, das bleibt. Oder das bleibt, ja, das wird so. Ja alles. Nee, nee. Also das bleibt, es wird saniert, da kommen neue Beschichtungen rauf, schadhafte Betonstellen werden ausgewechselt und so weiter. Dann wird hinterher wieder alles super, dreifach beschichtet, Dachdeckung rauf, also alles, was es da gibt, um das wieder, sag ich mal, so lange wie möglich zu halten. Aber wie gesagt, so durchgehende Wiese, Betondächer,
Okay, also die Bahnsteigplatte kommt weg und das Dach und die Stützen bleiben. Die bleiben. Die werden saniert. Genau. Okay. Ne? Weil vielleicht nochmal so diese Stütze, ne? Weil ich habe ja gesagt, Erdreich ist locker und sagt ab. Wir haben, da waren sie also schon sehr klug gewesen. Ne? Wir haben also dem Bahndamm schon nicht getraut. Die sagt, diese Lasten, die aus der Stütze kommen, die sind nicht ohne. Die kann ich nicht in so einen lockeren Bahndamm übertragen. Das heißt, die Stützen wurden im gewachsenen Boden getrieben. Die gehen richtig runter. Ne? Also theoretisch könnte der Fall eintreten, deshalb auch die Risse. Die Stützen stehen bombenfest, 5, 6 Meter tief, auf einer richtig dicken Betonplatte. Und Sie sehen aber, der Bahnsteig, der steht auf dem Bahndamm. Ne? Und, ja. Also deshalb meine ich ja, man hat so das Gefühl, das geht hier leicht abwärts. Ne? Und das kommt eben daher, dass die Stützen ein anderes Fundament haben als die Bahnsteige. So, wir fahren jetzt bis Borsigwerk. Ne? Das analysiert ja die Ursache. Der Sand nicht ist, den Werber du dich komplett wegbuddelt. Was wir jetzt machen, natürlich auch mit ganz anderen technologischen Möglichkeiten, die man will. Du könntest besser immer sehr häufig. Wir hatten hier nochmal eine kleine Präsentation vorbereitet, wo wir nochmal so ein paar wichtige Aspekte der Baumaßnahme, was machen wir, warum machen wir das, hier nochmal vorstellen. Vielleicht nochmal drei Worte zur Vergangenheit. Wie ist die Strecke hier entstanden? Ich hatte ja schon vorhin ein paar kurze Worte gesagt. Ich finde es nur mal interessant, wenn man diese Zeiträume sich nochmal vor Augen führt. 1953 beschließt der Senat die Verlängerung nach Tegel. Und 1954, ein Jahr später nach dem Senatsbeschluss, begann der Bau. Also da fragt man sich, wie lange hat so ein Planfeststellungsverfahren gedauert. Das gab es übrigens schon früher. Ne? Aber ich glaube, das hatten die so in einem halben Jahr erledigt, wenn überhaupt. 54 Baubeginn, 56 wurde der erste Abschnitt bis Schumacherplatz in Betrieb genommen und 58 dann bis Tegel. Also von Senatsbeschluss bis Fertigstellung 5 Jahre. Also so. Gut, es erfolgten ein paar Kleinigkeiten. Tegel wurde nochmal erweitert, neue Ausrichtung gebaut, Gleichrichterwerk gebaut. 1975 Neubau der Brücke über die A111. Diese Stahlbrücke, die große, die ist also neu gebaut. Tegel wurde dann später in Alt-Tegel umbenannt wegen der S-Bahn. Und ja, 1998 hatten wir schon mal eine mehrmonatige Sperrung, wo also diverse Bahnhöfe saniert wurden, unter anderem hier auf Borsigwerke. Deshalb sieht der Ofen eigentlich noch sehr gut aus. Diesen, die da sind, sind von 1998. So, hier mal ein Blick in die Vergangenheit. Ich sagte es ja, hier hat man also den Bahndamm mit dem Erdaustrieb aus der Strecke Seestraße Schumacherplatz dann aufgeschüttet, so mit kleinen Rohren. Das ging damals also alles noch von Hand. Sie sehen da kaum große Baugeräte. Also das war, also normalerweise wäre da eigentlich eine kleine Lorenbahn, die dann nur noch rüberfährt, wo man das auskippt. Aber das wurde so wie man es gefunden hat, hingekippt und fertig. Strecke, noch wenig Bewuchs, ne? Also Bäume am Bahndamm waren damals eigentlich gar nicht so sehr gewünscht. Man hatte da den Rasen, da gab es vielleicht auch noch Leute, die da den Rasen auch geschnitten haben. Ne? Aber man sieht hier schon in etwa, wie relativ steil der Bahndamm ist. Ne? Und so sah das hier noch aus in den Kleingärten, beziehungsweise ja, also in fast Niemandsland hat man hier die Bahnhöfe gebaut. Und diese Foto ist noch insofern interessant, damit Sie mir auch glauben, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Das ist irgendwie Anfang der 60er Jahre. Sie sehen ja noch die historischen U-Bahn-Züge. Aber man erkennt schon hier die steile Böschung und wie also auch dieser Kabelkanal, der an der Seite ist, der ist ja ungefähr so 2 Meter im Bahndamm gegründet auf so einer Betonstütze, die das Ganze wegkippt. Ja, also durch den U-Bahn-Betrieb drückt hier um, Erschütterung, rutscht also das Ganze hier zur Seite. So, was wird gemacht? Nochmal als Ganzes hier mal so das übliche Zahlen, Daten, Fakten. Also wir haben hier 2300 Meter Dammstrecke, die saniert werden muss, 8 Brückenbauwerke,
6,5 Kilometer Gleis und 8 Weichen. Also die Gleisbaumaßnahme geht übrigens bis Tegel, also der gesamte Bereich Tegel wird gleisbaumäßig aufgebaut. Die ganzen Kommunikations-, Stromversorgung-, Zugsicherungs-, also Signalanlagen müssen komplett abgebaut werden und werden wieder aufgebaut, kommt einem Neubau nahe. Wir haben U-Bahnhof Borsigwerke Holzhauser bekommt dann bei der Gelegenheit noch die fehlenden Aufzüge. Die 4 Bahnhöfe werden bei der Gelegenheit rund instand gesetzt und das ist schon seit einer Zeit im Gange im Tegel, Erneuerung des Gleichrichterwerks, also sowohl baulich als auch von der Stromversorgung. So, was wird jetzt gemacht im Einzelnen? Ich sagte schon, eigentlich müsste man den ganzen Bahndamm abtragen und komplett neu aufschütten. Wissen wir alle. Wir lassen also den Bahndamm so wie er ist. Dann haben wir auch keine Grundstücksprobleme und bauen praktisch in den Bahndamm eine, ich sag's mal, tragende Konstruktion. Das heißt, wir werden also den oberen Teil, wo die Gleise sind, komplett abtragen. Das sind so ungefähr 1,5 Meter. Und wir werden alle 3 Meter 7 Meter lange Bohrpfähle ins Erdreich sprengen. 7 Meter deshalb, damit wir auf den gewachsenen Boden kommen. Wir bauen also alle 3 Meter praktisch so einen Betonpfahl. Werden auf dem Betonpfahl hier eine, sag ich mal, seitliche Stützkonstruktion montieren. Ja, und die kann sich ja nicht im Bahndamm stützen, der rutscht ja weg, sondern die stützt sich dann auf den Träger. Und dann wird das Ganze hier oben eigentlich erstmal, das ist wie eine Brücke. Ja, und der Lasteintrag erfolgt nicht wie jetzt hier oben, sondern dann hier. Also von hier ist der Lastwinkel. Und das entspricht dann dem heute gültigen Druckausbreitungswinkel, den wir haben dürfen. Deshalb wird also praktisch hier oben auf den obersten 1,5–2 Meter diese Konstruktion gebaut. Hier drauf kommt der Kabelkanal und hier gibt es dann den begehbaren, also dann wird auch der Fluchtweg und Sicherheitsraum. Falls es mal dazu kommt, dass ein Zug entleert werden muss mit Fahrgästen, kann ja passieren, dann haben die hier auch einen sicheren Weg mit Geländer, um dann zum nächsten Bahnhof zu kommen. Weil wenn sie jetzt da oben aussteigen und auf diesem kaputten Kabelkanal laufen, das ist also mordsgefährlich. So, wie muss man sich das vorstellen, nochmal vom Ablauf her? Also hier ist der Bahndamm, so sieht es also heute in etwa aus, der Böschungswinkel ein bisschen zu steil. Es wird alles, kommt oben weg, ja, bis 1,5 Meter unter Schienenbohrkante. Dann werden wir mit entsprechenden großen Bohrgeräten oben auf die Dammkrone fahren und diese Bohrpfähle dort herstellen. Also von oben, ne? Wir fahren also nicht rechts und links, dann hätten wir noch irgendwelche Kleinwerken abrollen müssen, sondern wir machen alles von oben. Wenn die Bohrpfähle dann drin sind, bis auf den gewachsenen Boden oder in den gewachsenen Boden einbinden, kommt hier oben diese Drahtkonstruktion rechts und links, also die Träger ran. Es wird dann oben die oberen Schichten mit Frostschutzschichten und allem, was heute üblich ist, aufgefüllt. Oben kommt dann der Kabelkanal rauf und die Gleise, sodass wir also wirklich die Gleise jetzt sauber gesichert haben und irgendwann fertig machen. Ja, Hinweis, wie gesagt ist, Holzhauser Straße bekommt seinen Aufzug, war auch lange mit dem Denkmalschutz in Diskussion. So, wie lange wird es dauern? Das jetzt, wir fangen jetzt an mit der Beräumung der Strecke. Ab 7. November geht es dann hier mit der Sperrung los. Im März 23. war die Frage, genau, erfolgt dann der Abbruch der Bahnbrücke. Das wird dann an einem Wochenende eine Vollsperrung sein. Also ab Februar werden dann die eigentlichen Baumaßnahmen sukzessive beginnen. Also die man dann noch sieht, das Errichten der Bahndämme. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.